Idee, ein Buch über die Männerorden in Deutschland zu schreiben, bin ich während meiner Arbeit als Journalist und Redakteur gekommen. Immer wieder habe ich sehr, sehr beeindruckende Ordensmänner getroffen. Ganz unterschiedlichen Wege der Gottsuche haben mich fasziniert. Die einen verbringen ihr Leben im strengen Wechsel zwischen Gebet und Arbeit, leben im Kloster zurückgezogen. Die anderen gehen hinaus auf die Straße zu den Menschen, um den Menschen zu helfen. Gehen dorthin, wo sich sonst vor lauter Elend und Not keiner mehr hintraut. Diese unterschiedlichen Wege nebeneinander zu stellen und zu betrachten, welche Antworten sie auf die heutige Gesellschaft geben, das ist die eigentliche Idee des Buches. Musik.